Elektrische Festigkeit? Ist das Ganze mathematisch berechenbar? Nun, für Gase sieht das ganz gut aus. Gase haben sehr gut definierbare physikalische Eigenschaften im Vergleich zu Flüssigkeiten. Da werde ich später noch ein bisschen was zu sagen zum Thema Faserbrückendurchschlag und auch Feststoffe, da zum Beispiel der Wärmedurchschlag. Wir haben bei Gasen ein sehr schönes Modell, hier mit diesen kleinen Kügelchen im Raum, das sind die Moleküle. Das heißt, wir haben es mathematisch beschreibbar, können ein Modell aufstellen und letztlich eine Formel erstellen. Dazu schauen wir uns erstmal die Kennlinie einer Gasentladung an. Wir haben die Spannung über dem Strom und haben wie bei einem Widerstand R gleich U durch I einen Ohmschen Bereich. Da haben wir aber leider nur sehr, sehr wenig Ladungsträger, die so funktionieren. Das ist die sogenannte unselbstständige Entladung. Woher kommen diese freien Ladungsträger? Eigentlich ist das ja ein unnatürlicher Zustand. Die können durch UV-Strahlung, radioaktive Strahlung oder durch kosmische Strahlung erzeugt werden. Wie viele Ladungsträger sind das? Naja, in der Natur versucht sich ein Gleichgewicht einzustellen. Fazit: Es gibt freie Ladungsträger. Irgendwann gibt es mindestens einen. Und der ist ganz wichtig für das, was jetzt weiterhin kommt, nämlich die selbstständige Entladung. Wir machen die Kennlinie hier oben ein Stückchen weiter und kommen jetzt in einen Bereich der sogenannten selbstständigen Entladung. Hier knallt es also selber. Die Ladungsträger werden aus sich selbst heraus generiert, zum Beispiel durch die Stoßionisation. Das ist ein schön einfacher physikalischer Vorgang. Wir malen wieder einen Plattenkondensator, Abstand d, Spannung u, homogenes Feld und haben erstmal Luft da drin. Luft ist erstmal neutral, das heißt die Summe der Ladung ist 0, gleiche Anzahl positive und negative. Es erfolgt keine Bewegung, ganz im Gegensatz zu einem freien Elektron. Da wird eine Kraft ausgeübt, es kommt eine Beschleunigung, Geschwindigkeit und letztlich kinetische Energie wird aufgenommen. Die Frage, was passiert jetzt beim Aufprall dieses Elektrons auf das Luftmolekül? Naja, und wenn die kinetische Energie größer ist als die Bindungsenergie dieses Luftmoleküls, dann mache ich aus einem Elektron 2, 4, 8, 16 und letztlich eine ganze Menge 2 hoch n. Das kann man hier mal andeuten und letztlich habe ich ganz viele Elektronen und das ist nichts anderes als Leitfähigkeit, wie ein Stück Draht. Wann knallt's? Es gibt also basierend auf dieser Annahme eine Formel und Alpha ist der Koeffizient, der sagt, wie viele Ladungsträger entstehen. Eta sagt, wie viel gehen unterwegs verloren, zum Beispiel durch Anlagerung an SF6. Und Gamma, wie viel entsteht aus den Rückläufer-Ionen. Die Rückläufer hier oben, jedes Luftmolekül, da fehlt ja jetzt ein Elektron. Das ist jetzt plötzlich positiv, wandert zurück, trifft irgendwann auf die Elektrode und je nach Bindungsenergie dort kann wieder ein Elektron herausgeschlagen werden und das Ganze passiert von neuem. Deswegen heißt das auch Generationendurchschlag. Hier die Kennlinie nochmal zu Ende, in verschiedenen Bereichen, bis hin zum Lichtbogen. Ja, flüssig, da gibt es halt keine geschlossene Formel für. Und bei Feststoffen gibt es das auch nicht. Man hilft sich aus, Idee, Mikrobläschen, da haben wir wieder ein Gas, das können wir rechnen. Beim Feststoff Risse, da haben wir auch wieder ein Gas, das können wir rechnen. Das ist eine super Idee. Kleine Sternchen, natürlich gibt es noch andere Modelle, wie zum Beispiel den Faserbrückendurchschlag oder den Wärmedurchschlag oder den alterungsbedingten Durchschlag. Zusammenfassung zu der Gasentladung. Nach dem einfachsten Modell, dem Generationendurchschlag, nehmen wir einfach eine negative Elektrodenplatte an, ein Startelektron, was sich auf den Weg nach unten macht und dabei ionisiert. Alpha gibt an, wie viele Elektronen aus diesem Elektronen erzeugt wird. Der Parameter Beta gibt an, wie viele Elektronen aus den rücklaufenden positiven Ionen erzeugt werden durch Stöße. Das ist nicht sonderlich viel, deswegen fliegt Beta meistens raus. Gamma gibt nun an, wie die Rückwirkung eines positiven Ions auf die Elektrode ist. Das heißt, wie viele neue Elektronen werden eigentlich hier herausgelöst und stehen wieder für die neue Generation zur Verfügung. Negativ wirkt der Anlagerungskoeffizient, der besagt, wie viele freie Elektronen eigentlich weggefischt werden, zum Beispiel durch elektronegative Gase wie SF6. Letztlich kann man eine Zündbedingung formulieren.
Das bedeutet, wir können berechnen, dass eine bestimmte Anzahl Elektronen erzeugt werden muss und das muss mindestens größer gleich 1 sein, also mindestens das erste Startelektron müssen wir wieder rausbekommen, sonst erhält sich das Ganze nicht selbst am Leben und wir haben keinen Durchschlag. Natürlich gibt es eine Menge Einflussgrößen. Hier hervorzuheben ist der Druck, weil mit mehr Druck habe ich mehr Teilchen auf selben Raum. Damit finden die Stöße eher statt. Die Teilchen können nicht so schnell werden und nehmen nicht genug kinetische Energie auf, um zum Durchschlag zu führen. Also mehr Druck bedeutet mehr elektrische Festigkeit. Neugier, Bildung, Berufung.